Kameraperspektiven. Als Kameraperspektive bezeichnet man den Standort der Kamera auf ein Objekt oder eine Person. Das Besondere an Perspektiven ist die unterschiedliche Wahrnehmung des Beobachters von Handlungen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen drei Hauptperspektiven: der Neutralperspektive, der Vogelperspektive und der Froschperspektive. Bei der Neutralperspektive befindet sich die Kamera immer auf Augenhöhe oder auf Höhe des gefilmten Objektes. Es entsteht eine natürliche und persönliche Atmosphäre für den Zuschauer, der unmittelbar in die Handlung mit einbezogen wird. Die Froschperspektive bezeichnet eine extreme Untersicht. Die Kamera befindet sich auf einem sehr niedrigen Standpunkt zum Objekt und fängt diesen vertikal ein. Der Zuschauer wird meist in eine Art hilflose Position versetzt. Es kann eine bedrohliche Stimmung oder eine Gefahr von oben erzeugt werden. Einen guten Überblick in der Szene bekommt der Zuschauer durch eine extreme Aufsicht der Kamera auf das Objekt. Diese wird als Vogelperspektive bezeichnet. Im Gegenteil zu der Froschperspektive kann der Akteur verloren und klein wirken. Der Zuschauer kann aber hierbei viele Akteure gleichzeitig und deren Umgebung erfassen. Eine weit speziellere Form der Perspektive ist die Schrägsicht. Das war's.